Staatspräsident, mit herzlichen Dank nehme ich diesen so vollkommen ausgestatteten Zug als Geschenk Böhmen und Mährens an den Führer entgegen. Auch ich bin der Überzeugung, dass damit seitens der Bevölkerung Böhmen und Mährens sinnbildlich jene aufrichtige Gesinnung und Reichstreue zum Ausdruck kommt, die Sie, Herr Staatspräsident, in echter Wendeltradition verkörpern. Ich werde dem Führer Tatsache und Sinn dieses Geschenkes berichten. Vor eintreter Dunkelheit während der Nacht machten sich bemerkbar, dass neuere Feindkräfte im Anmarsch waren. Ich vermutete, dass es sich doch nur um einzelne. I suspected the presence of scattered, though very courageous forces, which had come here from Saint-Vit or other directions to assist the fighting troops. Was heißt Schiene? And then that piece of iron here in the hand, he was very vorsichtig, was heißt das? Careful. Was very careful. He looks a long time and then he attacks immediately. And from this tree I learned the second man was the best who attacks only from high. That in turning was much better. But the 262 was very, very fast. At about 700, how much is that, miles per hour? 700 kilometers per hour. Yes. Obersturmführer, das war wohl der härteste Kampf, den Sie je gehabt haben. Ja, ich muss schon sagen, dass mir der Entschluss sehr, sehr schwer gefallen ist. Und noch niemals früher war ich dermaßen beeindruckt von der Stärke der vorbeirollenden Panzer. Ich wusste aber, dass es unbedingt sein muss und entschloss mich, in den Gegner hineinzustoßen. Das war also ein ganzes Panzerregiment, das da an Ihnen plötzlich vorbei wollte. Das war ein ganzes Panzerregiment. Dieses Panzerregiment hat mich überrascht. Der schwerste Fehler, das zu weit. The greatest mistake was that they jumped too far away. I call it hedging along the horizon. That's what I said to my own parachutists. Genauso wie General Gavin gesagt. Just as General Gavin said, as he wrote in his book, I told them you must, under no circumstances, hedge along the horizon. You must, under all circumstances, you must get hold of the target in a hand-to-hand battle, even if that involves losses. These losses pay back handsomely later on. Arnhem was the proof. Ich kenne verschiedene Fragen, die zu Irrtümern Veranlassung geben. Das einmal ist die Skizze. Das zweite ist der Ausdruck Gruppe. Der Ausdruck Gruppe, den ich genauso verstehe wie Zahl oder Anzahl, aber nicht eine Zusammenfassung. And late in 43, it was shown to him in East Prussia, I was present, and this aircraft came on a low level flight in front of him with high speed, and he said, they asked Messerschmitt, is this aircraft able to carry bombs? Messerschmitt, yes, mein Führer, it can carry 250 kilograms. Von 500 at least. Ich habe weder mit Einsatzgruppen noch Einsatzkommandos in Polen zu tun gehabt. Ich führte weder diese Sachen durch, weil ich damit gar nicht beauftragt und befohlen war, sondern ich hatte diese im Zuge der neuen Befehlsgebung des Reichskommissars für die Festigung deutschen Volkstums befohlenen Transportpläne
in Berlin im Einvernehmen mit dem Reichsverkehrsministerium zu erstellen. Das war meine Aufgabe gewesen. Die Politik war um jene Zeit eine ganz andere gewesen als wie zu Beginn des Krieges, aber dies stellte ich um jene Zeit auch nicht fest, sondern erst nachher. I remember that there was a signal that the convoy was coming in from America to England, and that its position was not known, and that Dönitz ordered all the submarines there to the west of Ireland to form a sort of recce line, stationary recce line, to let the convoy pass through. And when the submarine which sighted the convoy made a signal, its contact signal, this recce line was dissolved automatically, and every boat was free to go in for the attack. Gleichzeitig, von Norden, kommt Steiner, also Herr Fürstenberg. Und ich habe in meinem Leben einmal dem Führer gegenüber gestanden. Und das war der Mann geworden, eine körperliche Sünde. Er saß tief eingesunken in seinen Stuhl, die Hände. Verehrte Anwesende, meine lieben Kameraden, Bunyol hat doch lassen, auch die Pratkatowerini. Es ist für mich eine große und stolze Freude, von Minule Suri Al-Brailo, dass ich diesen Ehrentag des Bataillons in eurer Mitte erleben darf. Että saan tämän kunniapäivän viettää teidän keskuudessanne. Wir haben zusammen zwei Jahre lang gekämpft. Olemme yhdessä taistelleet 2 vuotta. Und so ist es für mich eine tiefe Genugtuung, dass ich die Ehre habe, dieses Bataillon wieder in die Heimat zu begleiten. Ja, nach meiner Ansicht verhinderte dieser Befehl jede ordnungsgemäße Kampfführung. Denn man kann eine Truppe nur dann erziehen, wenn man die Disziplinargewalt und Richtbarkeit hat und gegen Exzesse einschreiten kann. Ich habe in diesem Kriege die Spangen zum EK 1 und 2, das Deutsche Kreuz in Gold und das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes erhalten. Ich glaube persönlich, dass sich diese Dinge schon jetzt abzeichnen, wenn ich übersehe, wie zum Beispiel der Verteidigungsminister, das Ministerium überhaupt sich Gedanken darüber machen. Das ist meiner Ansicht nach das Positive. Das andere gehört meiner Ansicht nach oder sollte es angehören der Geschichte an. Ich glaube auch, dass es notwendig ist, dass die Unteroffizierschulen ihr Hauptmerk darauf legen, dass sie den Bildungsstand des Unteroffiziers heben
Und ich glaube dann, dass wir auch eine qualitativ bessere Auswahl unter den Unteroffizieren heben. Wobei ich immer noch bemerken möchte, und in dieser Stunde geloben diese mehr als 8000 Kämpfer ihrem Führer die Treue zu halten bis zum Tode, unserem Führer Sieg.